Sarah Wagenknecht tritt aus der Linkspartei aus und zieht 9 Fraktionsmitglieder mit. In der Bundespressekonferenz stellte sie nun ihre Pläne vor. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts. Heute Morgen sind Sarah Wagenknecht, Christian Laie, Lukas Schön und ich gemeinsam mit 7 weiteren Abgeordneten der Linksfraktion aus der Partei Die Linke ausgetreten. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Schließlich war Die Linke für uns viele Jahre, sogar Jahrzehnte, die politische Heimat. Gleichwohl sind wir davon überzeugt, dass das ein notwendiger und richtiger Schritt war. Wichtig ist uns zu betonen, dass wir ohne Groll gehen und wir nehmen trotz aller Schwierigkeiten auch viele gute Erinnerungen an unsere Zeit in der Linken mit. Wir sind dazu bereit, bis zur tatsächlichen Gründung der neuen Partei in der Linksfraktion zu verbleiben und haben heute auch den entsprechenden Antrag dazu gestellt. Wir wünschen uns einen geordneten Übergang, auch im Interesse und in Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion. Die Art und Weise, wie bei uns Debatten geführt werden, wo jeder, der von der dominanten Meinungsblase abweicht, ganz schnell diffamiert und stigmatisiert wird, das ist einer Demokratie unwürdig. Also selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Start, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie rechts sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben. Ich finde aber, es täte der politischen Debatte in Deutschland gut, wenn wir mehr über eine vernünftige Politik und weniger über die AfD reden würden. Das möchte ich auch dazu sagen. Es ist ein großer Fehler, dass die Regierung sich von der wichtigen Tradition der Entspannungspolitik, der Deutschland immerhin seine Wiedervereinigung verdankt, dass sie sich von dieser Tradition nahezu komplett verabschiedet hat, dass sie nicht mehr primär auf Vermittlung, auf Interessenausgleich, auf Diplomatie setzt, sondern bei immer mehr Konflikten dieser Welt auf die militärische Karte. Wir müssen auch wegkommen von einem blinden, planlosen Ökoaktivismus, der das Leben der Menschen zusätzlich verteuert, aber tatsächlich dem Klima überhaupt nicht nützt. Denn der wichtigste Beitrag, den ein Land wie Deutschland zur Bekämpfung des Klimawandels leisten könnte, das wäre die Entwicklung von Zukunftstechnologien für eine klimaneutrale und naturverträgliche Wirtschaft der Zukunft.